Also wir haben ja rund 50 verschiedene Ausbildungsstandorte und 100 Niederlassungen, die Azubis in unterschiedlichen Größenordnungen einstellen. Also von der Niederlassung mit 1 bis 2 Azubis bis zum großen Standort mit 200 Azubis haben wir alles. Sodass natürlich die ersten Wochen unterschiedlich sind. Aber eins ist gemeinsam, es wird niemand ins kalte Wasser geworfen, es werden alle gut aufgenommen. An den größeren Standorten werden immer die Azubis erstmal alle zusammengenommen. Sie machen eine Einführungswoche, sie lernen sich erstmal kennen. Dafür sind wir dann nach Walderstadt gefahren, in ein Tagungszentrum. Und da haben wir dann verschiedene Spiele und auch Gruppenaktivitäten gemacht, die einfach dazu gedient haben, den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken und auch die Kommunikation untereinander. Der Abteilungsleiter hat sich vorgestellt, der Leiter von der Ausbildung. Der Werkschutz war da zum Aufklären über die Sicherheitsvorschriften und was man machen darf und was nicht. Nach den ganzen Einführungsveranstaltungen hat es dann angefangen bei uns mit einzelnen Schulungen, einfach Basisschulungen wie zum Beispiel Programmieren oder Löten. Und als die ersten Schulungen dann losgegangen ist, da hat man dann gemerkt, okay, jetzt bin ich in dem Unternehmen, jetzt fängt es an, dass ich wirklich was lerne und weiterkomme. Wir möchten, dass unsere Auszubildenden relativ schnell an echte Projekte herangeführt werden, also Edelschrott produzieren in der Werkstatt, das ist nicht unser Ding, sondern möglichst schnell betriebliche Aufträge fertigen. Oder wenn jemand im kaufmännischen Bereich eine Ausbildung macht, kommt er auch sofort in die Einsatzabteilung, um echte Aufgaben zu bewältigen. Jetzt in der Ausbildung in den ersten 1,5 Jahren bekommt man schon verschiedene Projekte, die man dann in Einzelarbeit oder in Gruppen selber lösen muss. Und in den Abteilungen ist es so, dass man auch gleich mit eingespannt wird, da sie wissen, wir haben schon eine gewisse Erfahrung, wir haben schon ein gewisses Wissen, werden wir auch direkt dann mit eingespannt und kriegen dann die Aufgaben von den Abteilungen auch. Und neben der fachlichen Ausbildung erhalten die Jugendlichen bei uns auch zusätzliche Seminare oder können sich durch Projektarbeit, durch eigenständiges Bearbeiten von Projekten weiterentwickeln. Wir haben zusätzlich unsere Ausbilder entsprechend qualifiziert. Es reicht also bei uns nicht einfach nur Meister zu sein, sondern unsere Ausbilder sind zu Lernbegleitern ausgebildet, damit sie ihre Auszubildenden in diesem ganzen Lernprozess optimal begleiten können. Also es lohnt sich bei Bosch einzusteigen, weil man viel Wissen erlernt in der Ausbildung. Man bekommt eine Berufserfahrung durch die Versetzung in die Abteilungen im Betrieb und man hat dann einfach auch eine Zukunft bei Bosch.